Soll ich meine Haare wachsen lassen oder doch lieber schneiden? Diese Frage ist nicht auf mich bezogen, sondern ich weiß, dass viele von euch gerade sich mit dieser Frage beschäftigen und sich nicht sicher sind, ob sie ihre Haare wachsen lassen sollen oder doch lieber abschneiden sollen. In dem heutigen Video spreche ich nochmal über die Vor- und Nachteile von langen Haaren, damit ihr da draußen einfach besser entscheiden könnt, was ihr schlussendlich jetzt mit euren Haaren macht. Und auf jeden Fall bis ganz zum Schluss dranbleiben, denn ganz zum Schluss gebe ich euch auch nochmal meine persönliche Empfehlung mit auf den Weg, was ich an eurer Stelle machen würde. Starten wir mit den Vorteilen. Der erste Vorteil, ganz klar, du kannst deinen Look super schnell verändern. Du kannst nämlich, wenn du lange Haare hast, ein Highband tragen, ein Mittelband tragen, ein Lowband tragen, das Ganze ordentlich aussehen lassen oder unordentlich aussehen lassen. Du kannst deine Haare offen lassen, du kannst ein Haarponytail tragen. Du kannst deinen Look einfach innerhalb von wenigen Sekunden super schnell verändern. Nächster Vorteil, es gibt keine Bad Hair Days mehr, denn du kannst dir einfach immer ein Man-Bun binden und das sieht eigentlich immer gut aus. Wenn du nämlich kurze Haare hast, dann kann es unter Umständen mal vorkommen, dass du irgendwie blöd gelegen bist und deine Haare irgendwie ja, nicht richtig stylen kannst. Das ist bei langen Haaren nicht der Fall, denn Man-Bun kannst du dir immer binden. Dritter Vorteil, es ist einfach anders. Du bist einfach anders, du stichst aus der Masse heraus mit langen Haaren. Denn nicht jedermann lässt sich lange Haare lang wachsen, denn es hat natürlich auch viel mit Durchhaltevermögen zu tun. Also wenn du lange Haare hast, dann stichst du aus der Masse einfach so ein bisschen raus. Vierter Vorteil, Frauen stehen drauf. Frauen mögen es einfach, wenn sie durch die Haare durchwuscheln können. Und gerade dann, wenn du lange Haare hast, geht das natürlich optimal und die Frauen finden das tatsächlich sehr, sehr nice. Fünfter Vorteil, du musst nicht so oft zum Friseur. Denn wenn du lange Haare hast, dann musst du alle 3 bis 4 Monate einfach mal zum Friseur, um deine Spitzen zu schneiden. Wenn du eine Kurzhaarfrisur hast, musst du wahrscheinlich alle 2 bis 3 Wochen zum Friseur, damit deine Frisur wieder picobello aussieht. Das heißt, wenn du nicht so oft zum Friseur musst, sparst du logischerweise auch ein wenig Geld. Sechster Vorteil, lange Haare können Dinge verdecken. Wenn du zum Beispiel einen Schönheitsmakel hast, sagen wir mal, du hast irgendwie ein großes Muttermal oder du hast eine Narbe oder vielleicht auch Segelohren oder Geheimratsecken. Mit langen Haaren kannst du solche Dinge einfach verdecken. Siebter Vorteil, Leute, ganz klar, aktuell ist Winter und im Winter ist es mit einer Matte da oben auf dem Kopf wesentlich wärmer. Der achte Vorteil richtet sich vor allen Dingen an die Bartträger, denn die Kombination lange Haare mit Bart ist bekanntlicherweise nicht die schlechteste. Nächster Vorteil, ganz klar, der Lockdown. Du musst möglicherweise jetzt nicht mehr jeden Tag ins Büro und ins Office, um dort halt zu arbeiten und du kannst möglicherweise von zu Hause aus arbeiten. Das erleichtert dir diese Übergangsphase, wo deine Haare irgendwie nicht so richtig cool aussehen, wesentlich. Der nächste Vorteil, 2021 ist das Jahr der langen Haare. Es lassen sich aktuell super viele Leute die Haare lang wachsen. Also wenn du im Trend mit dabei sein möchtest und dir 2021 auch die Haare lang wachsen lässt, dann weißt du bist nicht alleine, denn das machen aktuell tatsächlich sehr, sehr viele Männer. Und der letzte Vorteil, was auch mein schlussendlicher Grund war, warum ich persönlich mir meine Haare lang wachsen lassen, und zwar, ich wollte einfach mal lange Haare in meinem Leben haben. War so ein Bucketlist-Ding, ich wollte es einfach mal von meiner Bucketliste runterstreichen, einmal im Leben lange Haare gehabt haben und ja, ich habe es gemacht. Ich finde es auch eigentlich cool, wenn man das mal gemacht hat, denn viele Männer leiden unter Haarausfall und unter Umständen, ja, kommt dann irgendwann Haarausfall im Alter und dann ist es möglicherweise so, dass man sich gar keine Haare mehr lang wachsen lassen kann. Von daher sollte man das auf jeden Fall machen, bevor der Haarausfall kommt. Und egal, ob du lange Haare hast oder kurze Haare hast, du brauchst auf jeden Fall eine gute Haarpflege. Und deshalb freue ich mich riesig, dass unser Shop endlich online ist. Und ich freue mich vor allen Dingen über die ganzen Kommentare, über das positive Feedback von euch da draußen, über unsere Produkte. Ich freue mich wirklich mega, dass ihr unsere Produkte so krass feiert. Von daher nochmal ganz, ganz lieben Dank an euer Feedback und an das gesamte Team, die mitgeholfen haben, dass der Online-Shop jetzt endlich steht. Im Januar bekommt ihr übrigens auch noch 21% Rabatt ab einem Bestellwert von 50 Euro mit dem Gutscheincode NEWYEAR21. Und übrigens, mit jeder Bestellung tut ihr auch noch was Gutes, denn wir haben das Social Kickback Programm ins Leben gerufen und mit diesem Programm unterstützen wir die gemeinnützige Organisation Young Bafana. Young Bafana supportet mittlerweile seit über 10 Jahren Kids aus armen Regionen aus Südafrika und versucht den einfach mit Fußball und Bildung einfach ein bisschen unter die Arme zu greifen und versucht den einfach so einen ja, neuen Lebensweg zu zeigen und supportet die zum Beispiel mit Fußballkleidung, mit Fußballschuhen etc. Also wenn du was bei uns bestellst, dann tust du gleichzeitig auch noch was Gutes. Kommen wir von den guten zu den schlechten Dingen und zwar zu den Nachteilen. Der größte Nachteil oder einer der größten Nachteile ist wohl die Kommentare, die man von links und von rechts bekommt. Geh doch endlich
endlich mal wieder zum Friseur. Du siehst aus wie ein Handfeger. Lange Haare stehen dir überhaupt nicht. Irgendwie siehst du voll komisch aus mit langen Haaren. Ja, Leute, auf diese Kommentare müsst ihr euch einfach einstellen. Aber diese Kommentare kommen meistens von den Leuten, die euch zum Beispiel nur mit kurzen Haaren kennen. Oder von den Leuten, die sich selber gerne lange Haare lang wachsen lassen würden, aber nicht das Durchhaltevermögen haben und nicht die Eier haben, es zu machen. Also von daher, egal. Den Vorteil, den wir im Winter haben mit der Matte da oben, ist im Sommer natürlich wiederum ein Nachteil. Denn wenn du eine lange Matte da oben hast, dann wird das ganz schön heiß auf dem Kopf. Als wären die Kommentare nicht genug, kommen natürlich auch noch die Frauenjokes hinzu. Darauf müsst ihr euch leider auch einstellen. Der ein oder andere Frauenspruch kommt zu den blöden Kommentaren noch hinzu. Der nächste Nachteil, den wohl viele Leute nicht bedenken, es dauert tatsächlich super lange, bis man seine gewünschte Länge erreicht hat. Viele Leute denken, das geht super schnell, aber Leute, da muss ich euch leider enttäuschen, denn die Haare lang wachsen zu lassen, dauert echt seine Zeit. Und im Laufe der Zeit verliert man sich auch möglicherweise so ein bisschen und dann schaut man sich manchmal in den Spiegel an und denkt so, nee, mir gefällt das irgendwie doch nicht und irgendwie sehe ich gar nicht mehr aus, wie ich damals mal aussah. Und dann ist es tatsächlich so, dass viele Leute ihre Haare abschneiden. Von daher, man kann sich unter Umständen auf dieser Reise zu langen Haaren ein bisschen verlieren. Fünfter Nachteil ist der Haarausfall. Nicht, dass du jetzt mehr Haarausfall bekommst, sondern der Haarausfall wird einfach deutlicher aus dem Grund, weil du natürlich wesentlich längere Haare hast. Denn wenn du längere Haare hast, dann fällt dir der Haarausfall natürlich auch wesentlich doller auf. Und dementsprechend ist das natürlich nicht so ein schönes Gefühl, wenn man merkt, hin und wieder fallen da mal ein paar Haare aus. Ein anderer Nachteil ist, dass man natürlich wesentlich mehr Haarpflegeprodukte braucht als mit kurzen Haaren. Denn jetzt werden Shampoo, Conditioner und Haaröl umso wichtiger für deine Haare. Denn du möchtest ja gepflegte Haare haben, gerade dann, wenn sie natürlich auch lang sind. Und gerade Conditioner, Leute, ihr wollt nicht wissen, wie viel Conditioner ich verbrauche. Das ist wirklich Wahnsinn. Denn du möchtest ja immer, dass deine Haare schön weich sind. Und ja, Conditioner ist in der Dusche, der geht leer. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber auch Haaröl oder Shampoo ist natürlich was du jetzt wesentlich öfter benötigst. Denn du möchtest ja am Ende des Tages tatsächlich lange und vor allen Dingen schöne und gesunde Haare haben. Anderer Nachteil sind die Haargummis. Nicht, dass man Haargummis benötigt und dafür Geld ausgeben muss. Nein, das nicht, denn die sind relativ günstig. Sondern man verliert diese Haargummis ständig. Und alle Leute, die lange Haare haben, wissen, wovon ich spreche. Ein anderer Nachteil an langen Haaren ist das Essen. Wenn du nämlich lange Haare hast und mit offenen Haaren essen möchtest, Leute, das funktioniert irgendwie gar nicht. Und auch die Zubereitung von Essen geht mit langen, offenen Haaren einfach absolut nicht. Man muss sich auf jeden Fall seine Haare immer irgendwie zur Seite binden. Und wenn man lange Haare hat, dann kann es unter Umständen auch mal vorkommen, dass vielleicht hier und da ein Haar tatsächlich im Essen ist. Das ist natürlich nicht so nice, aber das kommt hin und wieder dann tatsächlich möglicherweise mal vor. Ein anderer Nachteil ist Spliss. Wenn du nämlich deine Haare wachsen lässt und wachsen lässt und wachsen lässt und nicht zum Friseur gehst, dann kann es unter Umständen sein, dass irgendwann deine Haarspitzen so ein bisschen frizzy werden und du möglicherweise Spliss bekommst. Wenn das der Fall ist, musst du zum Friseur gehen und deine Spitzen ein bisschen schneiden. Aber wenn du eine gute Haarpflege hast, dann solltest du das auf jeden Fall sehr weit nach hinten ziehen können. Ein anderer Nachteil ist, du verlierst deine Vielfalt, denn du hast keine Kurzhaarfrisur mehr. Und mit einer Kurzhaarfrisur, also mit einem Kurzhaarschnitt, kannst du echt wesentlich mehr Frisuren kreieren als mit langen Haaren. Denn wenn du eine bestimmte Länge erreicht hast, dann sind tatsächlich deine Möglichkeiten begrenzt, was die Frisuren angeht. Weil wenn du zum Beispiel kurze Haare hast, also einen Kurzhaarschnitt hast, dann kannst du mit einem Kurzhaarschnitt tatsächlich 5, 6, 7 Frisuren machen. Und das ist mit langen Haaren ab einer bestimmten Länge ein bisschen schwierig. Ein anderer Nachteil könnte sein, wenn man ein Problem mit seiner Haarpflege hat, dass man schnell mit langen Haaren ungepflegt aussieht. Und das möchte man natürlich auf gar keinen Fall. Denn gerade dann, wenn du zum Beispiel einen Beruf ausübst, wo man tatsächlich immer schön gestriegelt und gepflegt aussehen muss, da ist es natürlich blöd, wenn man dann irgendwie doch nicht so gepflegt aussieht mit langen Haaren. Und das kann bei langen Haaren schneller der Fall sein als bei kurzen Haaren. Ein anderer Nachteil ist natürlich auch die Zeit und die Arbeit, denn man muss erstmal wissen, welche Haare hat man eigentlich, wie funktionieren deine Haare, hast du überhaupt die richtigen Haarpflegeprodukte, du musst Haarpflegeprodukte ausprobieren, was hast du für einen Haartyp, ja, das dauert natürlich alles in seine Zeit und man findet sich da natürlich auch ein bisschen rein, umso länger die Haare wird, umso mehr beschäftigt man sich da auch mit, aber das muss man natürlich ebenfalls auf der Palette haben. So Leute, das waren die Vor- und Nachteile von langen Haaren nochmal kurz zusammengefasst und jetzt gebe ich euch nochmal meine Empfehlung mit auf den Weg. Also als allererstes mal muss ich sagen, dass sich einige Vorteile natürlich wieder relativieren zu einigen Nachteilen. Heißt, wenn du zum Beispiel nicht so oft zum Friseur musst und Geld sparen kannst, gibst du wahrscheinlich das Geld
bei deiner Haarpflege aus, ja? Oder auch das gleiche mit Sommer und Winter. Im Winter ist es natürlich schön, wenn du lange Haare hast und dein Kopf wärmt. Im Sommer kann es eher ein bisschen nachteilig werden. Deshalb einige Vor- und Nachteile relativieren sich. Mittlerweile gibt es aber Apps, wo man sehen kann, wie man mit langen Haaren aussieht. Ja, man kann zum Beispiel sein aktuelles Bild nehmen in einer Kurzhaarfrisur und dann kann man sehen, wie man mit langen Haaren aussieht. Wenn einem das gefällt, was man da sieht und man möchte einfach mal lange Haare haben, weil man sie noch nie gehabt hat, also dann muss ich euch sagen, dann ist tatsächlich jetzt das richtige Jahr gekommen. Also wenn du noch nie lange Haare hattest und unbedingt mal lange Haare haben wolltest, du die App ausprobiert hast und dir gefällt, was du siehst, dann ist 2021 tatsächlich das Jahr für dich, denn dann solltest du dir deine Haare lang wachsen lassen. Denn 2021 hast du zudem auch noch ganz viele Mitstreiter, denn du wirst nicht der Einzige sein, der sich 2021 seine Haare lang wachsen lassen wird. Von daher wirst du sehr viele Mitstreiter haben, was dir vielleicht auch nochmal ein gutes Gefühl gibt. Von daher überwiegen 2021 die Vorteile und ich wünsche jedem da draußen eine wundervolle Reise, wenn du dich dazu entscheidest, deine Haare lang wachsen zu lassen. Vergiss nicht auch bei uns im Shop vorbeizuschauen, alle Informationen dazu findest du da unten. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.